Guten Morgen, ich bin hier in der Werkstatt und ich habe hier 4 Kühlschränke, die wir testen. Wir testen alle Kühlschränke, die hierher kommen, ob die aus China kommen, von Vitrifrigo kommen oder andere Kühlschränke. Und wir haben Folgendes festgestellt. Ich fange hinten an. Das ist die Kühlschranktemperatur 4,6 Grad, das ist der Tiefkühler 6,8 Grad. Kühlschrank 4,5 Grad, minus 4 Grad. 4 Grad im Kühlschrank, minus 9 Grad. Und hier 4,5 Grad und minus 18 Grad im Kühlschrank. Die minus 18 Grad wären okay. Die teilweise 5 Grad minus im Tiefkühlschrank oder im Tiefkühlfach ist zu wenig. Warum ist das so? Dieser Kühlschrank ist jetzt neu mit dem kleinen Nanokompressor und er hat eine andere Füllmenge. Ich vermute, dass er die gleiche Füllmenge hat wie ein BD35. Aber der BD35 ist viel größer, der hat also ein höheres Innenvolumen, durch das brauchen wir mehr Kältemittel. Aber warum hat der hier keinen? Also die Temperatur ist okay. Der hier hat ein Füllventil, wir haben den neu befüllt. Dieser Schrank hier hat kein Füllventil. Und die anderen Schränke, die haben auch kein Füllventil. Jetzt kann man das natürlich hier hochbiegen, den Schrank ausmachen. Und dann kann man hier das hier so durchschneiden. Und ein Feuerzeug hinhalten. Dann seht ihr, dass das Zeug brennt. Also das heißt, das bei jedem Kühlschrank machen. Der brennt jetzt so ein bisschen. Da ist brennbares Kältemittel drin. Ich habe letztens einen Kommentar gekriegt. Ich bin jetzt froh, dass das R134a weg ist. Dafür haben wir den alten Sprengstoff von Anno Zweiter Weltkrieg oder vorher. Es geht auch, ist jetzt einfach brennbar, aber das ist ein anderes Thema. Also, wir schrauben jetzt hier. Machen wir die auf, machen neues Füllventil hin und ja, wenn wir schon aufmachen, hier haben wir den kleinen Wärmetauscher drauf. Ob wir hier diesen großen Wärmetauscher reinmachen. Wenn wir schon das ganze System aufmachen, dann ist natürlich schon so, dass wir hier gleich den Wärmetauscher auch noch ersetzen können. Einfach zum Testen, da gibt es sicher ein Video drüber. Der brennt hier immer noch und der hier machen wir auch auf. Kommt gar nichts, weil der steht jetzt fast im Vakuum, da passiert auch nicht viel. Das heißt, er ist gelaufen. Wir können jetzt den Kühlschrank hier ein bisschen aufmachen. Alle, die begeistert sind von dem Propan, es ist scheiße zum Füllen, weil wir arbeiten natürlich auch im Unterdruck. Oder jetzt können wir hier zum Beispiel ein bisschen heizen und dann brennt er weiter. Also da, schönes Feuerwerk. Hier können wir auch aufmachen. Den Kühlschrank auch ausschalten. Leitung hier auch aufmachen.
Ist ja biologisch abbaubar, von dem her das Kältemittel. Anderes haben wir abgesaugt, zurückgesaugt, teilweise wiederverwendet und ihr seht jetzt, wie das hier schön fackelt. Ist auch schön warm, ist eine Heizung. Wir machen jetzt sie wieder zu, neues Füllventil hin und dann verlinke ich euch, mache ich ein neues Video mit dem neuen Kondensator und ich wünsche euch einen schönen Tag.